Ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich arbeite für Team Aktiv. Das ist ein Think Tank bzw. eine Unternehmensberatung in Tübingen. Wir haben uns darauf spezialisiert, CO2-Bilanzierung zu machen, für Privatpersonen, aber eben auch für Unternehmen. Wir beraten zu Klimastrategie und zu Klimaneutralität aus eigener Kraft. Wir sind auch aktiv in der Bewusstseinsbildung, weil wir denken, das ist ein wichtiges Thema. Es muss was passieren und es sollte jeder mitgenommen werden. Ich habe, jetzt kommen die Folien fehlen, deswegen mache ich mal einfach so weiter. Wir befinden uns derzeit im Anthropozän. Das bedeutet, der Mensch kann das beeinflussen, was mit unserer Umwelt passiert und mit unserem Klima. Und das bedeutet, und wir haben es geschafft, unseren Planeten in den letzten Jahrzehnten einfach mal an die Wand zu fahren. Es ist so, der Klimawandel ist Fakt, er passiert auch schon, er ist menschengemacht. Und wenn wir jetzt nicht agieren, dann wird es ziemlich übel aussehen. Also es wird eine unsichere Zukunft auf uns zukommen und es wird eine sehr unberechenbare Zukunft auf uns zukommen. Es ist aber auch so, dass es Hoffnung gibt. Tatsächlich haben wir drei gute Gründe für Hoffnung. Und das eine ist, drei gute Gründe, die es gibt. Das eine ist, dass wir können noch einen sicheren Pfad einschlagen. Wir können es noch schaffen. Wir müssen nur jetzt handeln. Oder besser noch, wir sollten gestern angefangen haben. B, wir haben eigentlich gestern schon angefangen. Es ist nicht so, dass wir heute damit anfangen, sondern es gibt schon Technologien und Wege und Dinge, die wir tun können. Wir haben auch schon den Plan dafür, was eigentlich getan werden muss. Es muss bloß umgesetzt werden. Und C, das Dritte ist, es ist inzwischen keine technische, sondern eine politische Lösung oder ein politisches Problem. Also wir sind nicht mehr an dem Punkt, an dem wir sagen, wir haben die Technologien nicht, sondern die Technologien haben wir, aber der politische Wille, der muss sich noch ändern. Und im Endeffekt, das bedeutet auch für mich, dass es eine Frage der Kommunikation ist, weil was brauche ich, wenn ich etwas Politisches ändern möchte, dann muss ich eine kritische Masse haben, damit ich eben genau das umsetzen kann, was ich brauche, nämlich eine Energie-, eine Agrar- und eine Mobilitätswende. Und zwar sollte die jetzt anfangen. Ja, kurz gesagt, wir brauchen eine kleine Revolution. Und eine Revolution, das klingt plakativ, aber eine Revolution, die fängt in den Köpfen an. Das ist nicht, man wartet nicht darauf, sondern man muss selbst aktiv werden. Man überlegt sich etwas und dann handelt man danach. Und dann zum Schluss erreicht man das, was man eigentlich erreichen möchte. Ich fange mal an mit einer kleinen Schätzfrage. Ich sage ja, wir machen CO2-Bilanzierung. Was ist am schädlichsten für unser Klima von diesen drei Beispielen? Also die Ernährung eines sportlichen Mannes, der 92 Kilo wiegt. Oder aber tägliches Pendeln mit einem SUV oder, ein Flug nach Barcelona hin und zurück. C habe ich gerade gehört. C. Gut, wir wissen, dass Fliegen schädlich ist, aber nein. Fliegen ist nicht so schädlich, wie sich so zu ernähren wie der deutsche Durchschnitt, wenn man 92 Kilo wiegt. Das ist schon mal, jetzt könnte man denken, ja, dann ist ja nicht so schlimm. Jetzt das andere ist allerdings, dass es auf das Jahr betrachtet, die Ernährung ist und der Flug ist eine einmalige Geschichte. Ja, die andere Frage ist jetzt, die viele sich stellen, ist das jetzt viel? Und was ist der Bezug zu mir selbst? Ich meine, ich wiege keine 92 Kilo, ich bin kein Mann und ein SUV habe ich auch nicht. Und nach Barcelona bin ich ich habe mal in Barcelona mein Erasmus gemacht, da bin ich tatsächlich hingeflogen, aber das ist auch schon ewig her. Und wäre es nicht eigentlich viel interessanter zu wissen, was mein Leben ausmacht, was meine persönliche Bilanz ist? Und dafür gibt es eben diesen Footprint. Das ist ein Messinstrument für unsere persönliche Klimawirkung. Oder man kann auch sagen, wie kann ich Äpfel mit Biobirnen, mit Flugmangos, mit Tiefkühlsteaks, mit vegetarischer Ernährung, mit meiner Autofahrt zum Supermarkt oder dem Rad, mit dem Strom für meinen Kühlschrank, mit der Heizung in meiner Wohnung vergleichen und dieses messbar machen. Also es geht wirklich um den individuellen Fußabdruck und darum, dass man sagt, die individuelle Klimawirkung und wie man die auch vergleichen kann in den verschiedenen Bereichen und auch über die Zeit hinweg. Und wir von Klimaktiv, wir haben den CO2-Rechner entwickelt, der ist wissenschaftsbasiert. Den gibt es unter anderem auf der Seite des Umweltbundesamtes. Damit kann man eben genau das machen. Man kann seinen persönlichen CO2-Fußabdruck kurz erstellen und man kann ihn aber auch genauer machen, indem man sich die verschiedenen Sektoren anguckt. Also einerseits Heizung und Strom,
wie wohne ich, habe ich Ökostrom oder nicht, wie viel verbrauche ich, Mobilität, was mache ich, fahre ich mit dem Fahrrad, fahre ich mit dem Bus, fliege ich eventuell. Die Ernährung, der sonstige Konsum, also wie ist mein Kaufverhalten, kaufe ich vielleicht auch mal Secondhand ein, bin ich eher sparsam in dem Sinne, dass es billig sein muss, oder bin ich sparsam in dem Sinne, dass es lange halten soll und dann eben bewusster Konsum ist. Das sind alles Dinge, und hier zum Schluss habe ich dann tatsächlich meinen persönlichen CO2-Abdruck. Das ist meiner von Oktober, Anfang Oktober. Also ihr seht, insgesamt stehe ich eigentlich ziemlich gut da. Das ist der deutsche Durchschnitt, der liegt bei 11,63 Tonnen pro Jahr. Mein persönlicher lag im Oktober bei 6,7 Tonnen. In vielen Bereichen bin ich deutlich besser als der deutsche Durchschnitt, zum Beispiel im Bereich Strom, weil ich einfach Ökostrom habe und sehr wenig verwende. Das taucht da nicht so wirklich auf in dem Balken. In anderen Bereichen bin ich ungefähr gleich auf, zum Beispiel im Bereich Heizung. Da heize ich zwar etwas sparsamer, aber habe trotzdem eine Ölheizung in dem Wohnkomplex. So. Das heißt, wie gesagt, wir haben eine Vergleichsmöglichkeit, es ist in CO2-Äquivalenten angegeben, und ich kann eben auch verschiedene Verhaltensweisen damit testen. Ich kann sagen, wie wäre es jetzt eigentlich, wenn ich nicht Fleisch essen würde, sondern mich vegetarisch ernähren würde. Wie wäre es, wenn ich jetzt anstatt meines Autos zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren würde oder mit den Öffentlichen? Das kann man alles machen. Und wir könnten das jetzt mal hier in dem Beispiel, was ich aktuell hatte, wie könnte man das nutzen? Man kann gucken, wo lässt sich am meisten vermeiden. Hier zum Beispiel für unseren 92-Kilo-Mann, ursprünglich 2,7 Tonnen, jetzt ernährt er sich vegetarisch. Und tata, das sind so die Vergleichswerte. So, also wir sehen beim Fliegen tatsächlich, der Verzicht auf das Fliegen wäre das Beste. In Bezug auf den SUV wäre zwar eine Fahrgemeinschaft in einem Kleinwagen auch schon deutlich besser, aber tatsächlich wäre es noch besser, auf den Zug umzusteigen. Und die Umstellung auf vegetarische Kost, weil man vielleicht noch nicht so weit ist, dass man sagt, man möchte sich ja vegan ernähren. Wenn ich jetzt allerdings eine Paleo-Diät anfange und irgendwie anfange, viel Fleisch zu essen, dann wäre es deutlich mehr. So. Wie kommuniziere ich das verständlich? Wer weiß noch, was auf der letzten Folie stand? Wir sind nicht so gestrickt. Ich meine, gut, manche würden sagen, ja, wir machen da noch eine Grafik oder irgendwie ein Schaubild und dann ist das viel einfacher. Nein, wir sind nicht so gestrickt. Wir brauchen eine Interpretation, damit wir Dinge auch verstehen und dann auch behalten können. Ich kann das für mich selbst interpretieren oder ich kann meinem Publikum, meiner Zielgruppe diese Interpretation auch ein Stück weit abnehmen, um ihr das einfach für sie einfacher zu machen. So. Wie mache ich das jetzt zum Beispiel für den Economy-Flug, dass ich jetzt sage, naja, müsste, um diesen Flug auszugleichen, müsste Manuel Neuer sich ein Jahr lang auf Fleisch verzichten. Naja, viele haben Bezug dazu, mögen Fußball, dann wissen sie, okay, 92 Kilo, Schwammmann, sehr sportlich, aktiv, können sie sich vorstellen. Oder meine Kollegin müsste anstatt ihres SUVs, des Porsche Cayennes, auf einen Polo umsteigen oder 7 Monate die Bahn nehmen. Das Problem an dieser Nachricht ist, es ist sehr negativ. Es ist der Verzicht auf Statussymbole, der Verzicht auf, oder insgesamt Verzicht, und wir verzichten nicht gerne. Wir mögen keine Verluste. Wenn ich ein Knöllchen dafür bekomme, weil ich bei Rot über die Ampel gegangen bin und auf der anderen Straßenseite 5 Euro finde, dann freue ich mich nicht, dass sich das ausgeglichen hat, sondern ärgere ich mich nicht, dass ich die 5 Euro einfach nur so habe und damit mir irgendetwas kaufen kann. Wir mögen nicht verzichten, und das ist immer noch das, was in der Klimakommunikation viel zu oft passiert, dass wir sagen, ja, aber du musst verzichten, es muss weniger werden und wir müssen reduzieren und wir können einfach diesen Lebenswandel nicht haben. Stimmt, aber so sollte man das nicht kommunizieren, man muss da anders an die Sache rangehen, um einfach einen positiven Wandel stattfinden zu lassen, anzuregen, damit die Leute auch gerne mitmachen. Meine Zielgruppe, die soll motiviert werden, die soll nicht demotiviert werden, dadurch, dass sie nur an den Verzicht denken. Naja, wie kann ich es anders formulieren? Ich könnte zum Beispiel sagen, ungefähr so schädlich wie, doppelt so schädlich wie einem ein Jahr lang pendeln. Jetzt habe ich Äpfel mit Birnen verglichen. Das eine ist mein täglicher Weg zur Arbeit, das andere ist der Flug, den ich vielleicht fürs Wochenende nach Barcelona mache. Das ist ein Unterschied, und im Endeffekt ist es nicht so, dass es ist weder ein Nullsummenspiel, insofern, dass wir das eine durch das andere wieder ausgleichen können, sondern wir müssen insgesamt runter. Und das andere ist, dass es auch nicht
entweder oder ist. Man hat verschiedene Alternativen in seinem Alltag und in jeder Alternative sollte man eigentlich die klimafreundlichste Alternative wählen. So. Und dann ist es eben diese Sache mit dem Denken nicht an den blauen Elefanten. Ich weiß nicht, eventuell hat sich jetzt der eine oder andere schon überlegt, ja, Barcelona wäre eigentlich wirklich schön und fliegen wäre eigentlich wirklich praktisch. Wenn ich eine Verhaltensweise haben möchte, dann hilft das nicht, die andere Person, das andere zu beschreiben. Wenn ich nicht möchte, dass die Person an den blauen Elefanten denkt, dann kann ich nicht den blauen Elefanten beschreiben. So, ich meine, die meisten werden wahrscheinlich diesen Elefanten hier kennen. Der ist, ich mag die Sendung mit der Maus und ich mag den blauen Elefanten, der ist ziemlich gut darin, Probleme zu erkennen. Der findet die und weist darauf hin. Und dann kommt aber jemand anders. Ich will nämlich eine Problemlösung. Und dafür gibt es eben dieses andere Tier, das da kommt, sich was überlegt, mit dem Schnäuzchen wackelt und dann eine Lösung hat, eine kreative. So, und wer hat jetzt an die Maus gedacht? Eigentlich wir alle, oder? Das ist es nämlich. Wenn ich eine Alternative möchte, dass jemand diese Alternative wählt, dann ist es viel hilfreicher, wenn ich diese Alternative beschreibe, als wenn ich immer sage, du sollst nicht, nein, lieber, mach doch das, Vorschläge, positiv, die positive Alternative einfach darlegen, damit ich das besser kommunizieren kann. Ja. Und in unserem Beispiel, wie könnte ich es klimapositiv, oder wie kommuniziere ich insgesamt klimapositiv? Also ich muss eine Verbindung zu meiner Zielgruppe herstellen. Ja, also wenn jemand sich für Fußball interessiert, da wäre das Manuel Neuer ein erster Einstieg, aber viel besser ist es noch, wenn jetzt zum Beispiel sich mein Nachbar darüber aufregt, dass er jetzt irgendwie einen Diesel hat und Fahrverbote kommen, dann könnte man sagen, gut, hätten wir die, sobald wir die Verkehrswende geschafft haben, sind Fahrverbote ein Ding der Vergangenheit. Genauso kann ich sagen, ja, überlege dir doch mal, wenn du jetzt tatsächlich beschließt, deinen Diesel abzuschaffen, ob du dann nicht irgendwie vielleicht erstmal Carsharing versuchst. Vielleicht brauchst du ja gar kein Auto. Also verschiedene Alternativen bieten und auch konkret sein. Nicht generell so, ja, es ist aber auch so, dass irgendwie so und so viel Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden durch den Verkehr. Nein, konkrete Beispiele geben. Da kann man dann auch mal im CO2-Rechner nachgucken, wenn man es ganz genau wissen möchte. Aber meistens ist es ja auch so, wir wissen, wir haben die meisten Antworten selbst schon. Von vielem wissen wir das. Wir können unseren CO2-Fußabdruck berechnen, uns dann informieren und das können wir dann aber auch weitertragen. Und erzähle eine Geschichte. Geschichten bleiben hängen, Beispiele bleiben hängen. Ja. Jetzt im Kontext auf unser Beispiel. Naja, ich könnte zum Beispiel sagen, letztes Wochenende, stimmt zwar nicht ganz, ich war eine ganze Woche dort, aber bin ich nach Rostock gefahren mit einer Freundin. Wir haben über eine Sharing-Plattform die Wohnung gemietet eines Studenten, der war zu der Zeit dann woanders. Und wir haben Tagestouren gemacht mit den Öffentlichen und mit Mietfahrrädern und insgesamt war es ein sehr positiver Urlaub, sehr schön. Die Strände waren sauber, nicht überlaufen, wir hatten eine gute Zeit und im Endeffekt ist das Ganze auch besser fürs Klima. Oder ich könnte sagen, ursprünglich hatten wir überlegt, nach Barcelona zu fliegen. Ja, dann war es noch zusätzlich, kann ich das sagen. Es war uns aber zu stressig gewesen und schon allein den Weg zum Flughafen, und bis man dort ist und dann hat man keine Zeit, sich das alles anzugucken und zum Schluss ist man dann schneller wieder zurück, als man vorher hatte den ganzen Stress. Und eigentlich ist Fliegen auch ein echter Klimakiller. Also gerne auch plakativ sein insofern, dass man sagt, die Sachen auch so benennt, wie sie sind. So. Ja. Das Ganze jetzt in Bezug auf den Footprint ist es natürlich so, ich habe all diese Möglichkeiten, ich tue jetzt all das und tatsächlich mein Footprint wird kleiner, aber das ist nicht wirklich motivierend für mich. Weil eigentlich möchte ich ja das zeigen, was ich dann auch bewirkt habe und ich möchte so ein bisschen stolzer darauf sein, dass ich tatsächlich etwas tue. Also bei uns rufen häufiger Leute an, die dann sagen, ja, ich habe doch jetzt das und das probiert. Und ich komme niemals auf die 1 bis 2 Tonnen, die wir 2050 erreicht haben müssen. Und tatsächlich ist es so, heutzutage können wir nicht auf dieses Zielmaß rauskommen. Keiner kann das, weil wir schon allein in öffentlichen Emissionen 0,7 Tonnen haben. Unsere Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit. Wir können aber dorthin gelangen. Es ist ein Marathon. Es gibt Etappenziele. Es ist nicht so, dass man von 0 auf 100 sofort gehen kann, aber man kann schon mal damit anfangen, was für einen momentan am einfachsten ist und kann dann Schritt für Schritt weitergehen. Und man kann andere Leute mitnehmen. So, und das ist der Handprint.
Der Handprint ist ein Messinstrument dafür, was mein persönlicher Beitrag ist für eine klimaneutrale Zukunft. Oder wie kann ich Ökostrom mit vegetarischer Ernährung, mit klimaneutralen Fortbewegungsmitteln und so weiter kombinieren und diesen Beitrag auch messen und dann später auch kommunizieren. Also wie kann ich das alles zusammenfügen? Und im CO2-Rechner bilden wir das so ab, für den persönlichen Beitrag ist das die Vermeidung bei mir selbst. Also dadurch zum Beispiel in meinem Fall, dadurch, dass ich die öffentlichen nutze, unterstütze ich die Verkehrswende. Dadurch, dass ich mich fleischreduziert bzw. eigentlich tendenziell vegetarisch ernähre, tue ich schon etwas für die Agrarwende. Dadurch, dass ich Ökostrom habe, trage ich zur Energiewende bei, weil ich als Konsumentin eine Nachfrage schaffe, die klimafreundlich ist. Ja. Ich habe jetzt ein Geständnis zu machen, das ist mein aktueller Fußabdruck. Der hat sich innerhalb des letzten Monats mal knapp verdoppelt. Und warum? Naja, ein Hin- und Rückflug. Deutschland-Philippinen, 7,53 Tonnen. Das ist mehr als mein ursprünglicher Fußabdruck. Das ist einmal 3 Wochen Urlaub und das ist der Fußabdruck jetzt. Es ist so, ich hatte familiäre Verpflichtungen, 2 runde Geburtstage im direkten Umfeld und deswegen war es für mich wichtig, dorthin zu fliegen und dort zu sein. Trotzdem ist es natürlich für jemanden, der sagt, ich bin im Klimaschutz aktiv, eine absolute Katastrophe, das zu sagen. Es gibt jetzt noch ein kleines Hintertürchen, nämlich die Kompensation. Die Kompensation, dass diese 7,53 Tonnen, die seht ihr jetzt bei der Kompensation, ich habe diesen Flug kompensiert. Der Schaden ist da. Trotzdem habe ich etwas getan, um ihn zu reduzieren bzw. zu neutralisieren. Wir sagen zwar insgesamt, man sollte eigentlich möglichst neutral werden und so viel wie möglich vermeiden, aber manchmal gibt es eben in unserem Leben auch Situationen, in denen die klimafreundlichste Alternative nicht unbedingt in einem anderen Kontext die beste für uns ist. Und dann können wir vielleicht auf anderer Ebene das ausgleichen. Also man sollte auch nicht zu streng mit sich selbst sein. Weil im Endeffekt, um lange dabei zu bleiben, muss man sich auch mal zwischendurch eine kleine Pause gönnen, beziehungsweise dann gnädig mit sich selbst sein und gnädig auch mit den anderen sein. Das andere, was ihr darunter seht, das sind die 4,2 Tonnen, das ist meine Altersvorsorge. Ich habe damals, vor nicht ganz 10 Jahren, beschlossen, dass ich eine Altersvorsorge abschließe und habe gesagt, ich möchte sie nur in grüne Geldanlagen stecken. Und dadurch unterstütze ich dann an anderer Stelle die Gesellschaft darin, dass ein Wandel stattfindet, weil ich an anderer Stelle mein Geld dafür arbeiten lasse, dass eine Änderung stattfindet. Also das eine ist das, was ich persönlich machen kann. Und da sind meine Auswirkungen relativ klein, weil es wirklich nur das ist, was ich persönlich beeinflussen kann. Ich kann aber an anderer Stelle auch noch mal mehr tun. Und tatsächlich würde jetzt dieser Vortrag, könnte ich auch noch zu meinem Handprint zählen. Das können wir im CO2-Rechner noch nicht abbilden, aber dadurch, dass ich hier Leute nochmal zusätzlich versuche zu motivieren, das ist eben auch nochmal was. So, naja. Der CO2-Handprint macht Vorteile klimaschonender Alternativen messbar. Er kann den Footprint um Vielfaches übertreffen und man kann jeden damit abholen. Selbst wenn der jetzt einen riesen Footprint hat, man kann ihn trotzdem oder sie trotzdem damit da abholen und kann sagen, hey, aber du tust doch schon was oder du könntest schon was dafür tun. Was weiß ich, wenn jetzt jemand irgendwie ein fettes Auto fährt, aber gleichzeitig in einer Firma wichtige Entscheidungen treffen kann und zum Beispiel sagen kann, unsere Firma, die committet sich jetzt zu den Science-Based Targets und macht mit und guckt, dass wir bis 2050 klimaneutral werden und unsere Firma jetzt diesen Weg einschlagen, dann ist das auch schon etwas Positives. Das ist auch schon ein Beitrag. Ja, und es motiviert jeden dazu, mitzumachen und weiterzumachen, weil wir eigentlich schon angefangen haben. Ich meine, ich weiß nicht, also es gibt viele, die haben zum Beispiel schon Ökostrom. Vielleicht nicht unbedingt, weil sie nur die grünste Alternative ist, sondern vielleicht auch, weil es einfach die günstigste Alternative war und das 2 Fliegen mit einer Klappe ist. Aber wir haben alle schon irgendwo etwas dafür getan. Naja, und jetzt für diejenigen, die in Communities unterwegs sind, ich bin es tatsächlich nicht, deswegen habe ich da nicht so viel Ahnung davon, aber gut. Ich könnte in meiner Community auch nochmal dazu motivieren, indem ich sage, Weekend-Trip nach Rostock und dann sage ich, wie toll das war und mache noch ein paar Hashtags und dann weise ich aber auch darauf hin, dass es klimaneutrales Reisen, mein Klimaschutz, CO2-Handprint
Carbon Handprint, also dass ich auch wirklich auf diesen Klimaaspekt hinweise. Wir werden morgen nochmal in diesem Raum einen Vortrag dazu hören, wie man die Community aktiviert und wie man die motiviert. Um es kurz zu machen, Klimaschutz hat Hand und Fuß, also dieser einerseits den Handprint und andererseits den Footprint. Das ist die langfristige Entwicklung bis 2050. Und das ist das ursprüngliche Reduktionsziel der Bundesregierung. So müsste die Entwicklung sein in unseren persönlichen Footprints. Und oben ist eben dann der entsprechende Handprint, wie der ansteigt. Ja. Machen wir weiter mit dem Call to Action. Jeder von uns und jede, die hat das Recht und die Möglichkeiten. Wir sind nicht in einer Diktatur, sondern wir haben tatsächlich ein Recht dazu und wir haben die Möglichkeiten dazu, dass wir Einfluss nehmen. Wenn ich zum Beispiel Entwickler bin oder irgendwie in gewissen Stellen Dienstleistungen zur Verfügung stelle, macht die klimaschonende Alternative zum Default. Viele sind viel zu faul, um den Default zu verändern. Schon allein dadurch hat man eine bessere, die bessere Lösung. Genauso im Rahmen unserer Arbeit. Wenn ihr Entscheidungen treffen könnt im Rahmen eurer Arbeit, tut das. Betrachtet auch immer das Klima. Achtet darauf, bringt es zumindest an. Vielleicht ist man nicht selbst der Entscheidungsträger, aber vielleicht kann man an einer Stelle doch auch sagen, langfristig wird es sowieso in die Richtung gehen und es wäre doch besser, wenn wir früher dabei sind, dann ist es auch insgesamt einfacher. Und in unserer Freizeit, wenn wir im Verein tätig sind oder in anderem, sollten wir das auch tun. Und als mündige Bürger, jetzt wird dann demnächst das Klimaschutzgesetz debattiert, da kann man sich auch einsetzen. Schlussendlich ist es so, eine klimaneutrale Zukunft 2050 ist machbar. Ich meine, wir haben die Vision, wir haben einen Plan, es gibt genügend Studien, es gibt genügend Pfade und es gibt nicht einen richtigen Weg, sondern es ist einfach die Kombination aus allen möglichen Beiträgen. Wir haben die Technologien, um weiterzugehen und wir können das alle dazu beitragen und zwar sollten wir das jetzt tun. So, Fragen? Alle lachen? Okay. Also wir haben ganz kurz Zeit für Fragen. Da vorne? Ja. Hallo, danke für den Beitrag. Geht das so? Ja. Das Konzept finde ich super und ich finde es auch toll, dass das hier vertreten ist. Ich habe das auch schon mal gehört. Ich glaube, das kommt aus Indien ursprünglich. Wie bitte? Aus Indien, ja, von der genau, CEE, glaube ich. Nachhaltigkeitsdebatte. Und deswegen finde ich das toll und ich würde gar nicht kritisieren oder irgendwie Fragen stellen, sondern noch ergänzen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur auf eigenes Verhalten zu zielen, sondern diesen Fokus auf die Strukturen ganz stark zu legen. Also in welchen Strukturen lebe ich und in welche Strukturen kann ich mich einmischen? Und da auf ganz verschiedenen Ebenen. Also nicht nur auf meine Freunde, mein Umfeld, sondern auch gucken, wie kann ich mich politisch einmischen? Wie kann ich Entscheidungsträger adressieren? Wie kann ich in Bündnisse gehen? Da nochmal einen Fokus drauf zu legen, weil die Veränderung somit multipliziert wird. Mhm. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir haben eine Möglichkeit, zum Beispiel in unsere Wahlentscheidungen auch das Klima mit einzubeziehen und eben auch andere Themen, die uns wichtig sind. Das ist jetzt nicht nur in Bezug auf das Klima. Und wir können bei unserer Arbeit eben auch Entscheidungen anregen. Zum Beispiel, ich meine, ich habe mich neulich mit Leuten unterhalten, die meinten, ja, wegen vegetarischem Tag in der Kantine und ich so, ist es doch normal, dass man eine vegetarische Alternative hat und bestenfalls auch einen vegetarischen Tag. Nö. Ist nicht normal. Aber man könnte daraufhin anregen, dass das in Zukunft so ist. Noch weitere Fragen? Da? Mit Mikrofon bitte, Moment. Es wird aufgezeichnet und dann nur, wenn man übers Mikrofon spricht. Deswegen. Hallo. Was mich noch ein bisschen wundert, ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine optimistische Einstellung haben wollen und eine Motivation für Leute, die aktuell sich nicht so sehr dafür engagieren oder die das nicht so mit auf dem Schirm haben, dann fehlt mir jetzt so ein bisschen noch die richtige Motivation für jemanden, der sagt, ihm ist es eigentlich egal, ob es jetzt nun eine Tonne, 10 Tonnen oder 100 Tonnen CO2 sind. Wie sollte ich ihm denn irgendeine Motivation geben, die
halt davon unabhängig ist, ob dort jetzt ein hoher Balken auf dem CO2-Zähler ist oder nicht, weil das würde er sich eh nicht angucken. Also es ist ja nicht so, dass er davon irgendwie einen Geldvorteil hätte oder irgendeinen anderen Vorteil, den er direkt mit sehen kann. Also wie kann ich Leuten eine Motivation geben, denen es egal ist? Jeder hat irgendetwas, was die Person motiviert, was der Person wichtig ist. Also es kann sein, mir ist es eigentlich insgesamt egal, aber ich gehe gerne tauchen. Die Riffe werden bald weg sein, wenn wir so weitermachen, weil es einfach die Meere versauern. Na, das könnte etwas sein. So, wenn du in Zukunft auch weiterhin gerne tauchen möchtest und dieses Leben unter Wasser bewahren möchtest, dann wäre es doch gut, wenn wir dafür sorgen, dass wir unseren CO2-Ausstoß verringern. Oder ich habe Kinder oder Enkelkinder, wäre es nicht schön für diese auch eine Zukunft zu haben, die einigermaßen berechenbar ist, die nicht davon gekennzeichnet ist, dass wir ständig von irgendwelchen Naturkatastrophen, weil das ist es, Wetterextreme sind eben Naturkatastrophen, wenn man es mal plakativ sagt, dass die da ständig davon bedroht sind. Also versuchen tatsächlich den direkten Bezug zu dieser Person herzustellen und zu gucken, was ist ein Thema, was die für diese Person wichtig ist und wo gibt es auch Synergien, weil wir haben jetzt, das hat auch der letzte Report des IPCC gezeigt, es gibt sehr viele Synergien im Klimaschutz. Es ist nicht so, dass es ein Thema ist, das nur alleine dasteht, sondern man kann es zu vielen anderen Themenfeldern verknüpfen. Und es ist eben die Herausforderung ist es, jeden individuell abzuholen. Aber wenn ich jetzt in irgendein Produkt habe, dann habe ich ja da schon eine Zielgruppe und normalerweise setze ich mich mit meiner Zielgruppe auch so weit auseinander, dass ich weiß, was diese Zielgruppe bewegt. Und dann kann ich ja das auch nutzen, um eben in der Hinsicht auf das Klima aufmerksam zu machen und auf den Klimaschutz. Okay, danke. Also,